Hallo und herzlich willkommen bei Backen mit Claudi. Heute machen wir ganz was Klassisches, eine Biskuitroulade. Und da ich ganz oft gefragt werde, wie ich da tue, dass sie nicht bricht, sage ich immer, die Temperatur und die Backzeit ist sehr wichtig. Jetzt gehen wir mal zu den Zutaten. Wir brauchen 4 Eier getrennt, einmal 50 Gramm Staubzucker, einmal 100 Gramm Staubzucker, 4 Esslöffel warmes Wasser, 150 Mehl und ein halbes Backtel Backpulver. Dann tun wir zuerst einmal das Ei klar in die Schüssel. Schau, ein bisschen rumgehen. So. So, und sobald das weiß wird, kommt dann schon die 50 Gramm Staubzucker dazu und ungefähr 5 bis 10 Minuten schlagen. So, in Eischnee haben wir jetzt ungefähr 5 Minuten geschlagen. Ich habe jetzt dabei das Gefäß, weil bei dem Rezept können wir eigentlich Biskuit und Eiklar eigentlich also im gleichen Gefäß arbeiten. Wichtig ist immer zuerst den Eischnee und nachher das Dotter, weil Dotter hat mit Eischnee jetzt überhaupt keine Probleme. Umgekehrt ist das Problem, du hast keine Chance, mein Eischnee festzukriegen. So, dann tun wir jetzt die 4 Dotter ein. 4 Esslöffel lauwarmes Wasser und die 100 Gramm Staubzucker. So, da haben wir. So, und das schlagen wir jetzt von den Minuten her. Wichtig ist, dass es so eine richtige cremige, weiße Masse wird. Also einmal 5 Minuten sind es bestimmt, aber danach sage ich die genaue Minutenanzahl. Okay. So, ungefähr 5 Minuten habe ich das jetzt so weiß-cremig aufgeschlagen. Dann tun wir jetzt das Backpulver mit dem Mehl vermischen. Und hineinziehen. So. So. Okay. Und den Eischnee. Und das Ganze nachher jetzt vorsichtig geht jetzt mit so einem Teig. Fällt mir der Name nicht ein, sowas. Oder mit einem großen Schneebesen und dann das Ganze ganz vorsichtig unterheben. Weil wir wollen die Luft wieder ausschlagen. So, und jetzt haben wir das ganz schön untergekommen. Das ist so ganz so fluffige Masse. So. Und dann verteilen wir das jetzt auf ein Backblech mit. So sieht es besser, ne? Mit Backpapier ausklick. So. Okay. So. Und dann einfach schön mit einer Teigkarte schön verteilen. Mal weiter auf Pause. So. So. Und wenn das dann so schön verteilt ist, so ungefähr, dann kriegen wir es jetzt in den Backofen bei Ober- und Unterhitze 180 Grad, 15 Minuten. Da aber jeder Backofen anders da ist, darf ich mal nach 12, 13 Minuten einmal lieber nachschauen. Also wenn es so eine schöne goldbraune Farbe gekriegt hat, nachher lieber raustun. Also lieber eine Minute nachher früher raustun. Okay, dann kommt das mal ins Backrohr. So. Okay. Das ist ja schön aus wie drum, oder? Geht wieder. So, die war bei mir jetzt ungefähr 15 Minuten im Backofen. Jetzt ist ganz wichtig, sofort auf ein Küchentuch stürzen. Küchentuch muss nicht feucht sein, es muss kein Zucker drauf. Einfach nur ein Küchentuch und wie gesagt stürzen und dann ganz vorsichtig das Backpapier abziehen. So. Und ganz vorsichtig. Abziehen. Und dann einfach sofort einrollen. So.
und jetzt einfach mal eine halbe Stunde ungefähr abkühlen lassen. Und dann bestreichen. Bis dreimal. Go. So, ich habe es jetzt ungefähr eine halbe Stunde auskühlen lassen. Sie darf auch noch lauwarm sein. Und jetzt einfach vorsichtig ausrollen. So. Und dann mit Marmelade bestreichen. Wir mögen jetzt am liebsten Marillenmarmelade, aber natürlich, egal was Marmelade man mag, es funktioniert mit jeder Marmelade oder auch mit einer Tropfen Sahnecreme und Früchte. Also der Biskuit ist wirklich eigentlich für mehrere Varianten geeignet. So, dann wollen wir das jetzt bestreichen. Vorsichtig wieder einrollen. Okay, ich habe nichts gespart mit der Marmelade, aber lieber ein bisschen mehr als jetzt wenig. Ja, ich habe nichts gespart. Okay. So, jetzt eigentlich kann man sie so als Ganze auf einen Teller setzen. Ich muss jetzt natürlich einmal halbieren, weil unser 5-jähriger Sohn keinen Staubzucker hat. Deswegen tue ich sie jetzt halb machen. So, ich das gut. Ja, ich habe nichts gespart mit der Marmelade. So, und dann habe ich jetzt immer die halbe mit Staubzucker und die halbe ohne. So. Okay. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ich habe ein paar Fragen beantworten können wegen Zusammenrollen und nicht brechen. Wenn euch das Video gefallen hat, nachher lasst mir ein Like da, würde mich sehr freuen. Und vielleicht bis bald. Und schönen Tag noch, eure Claudia.